Was? Was war die Tür? Die Tür war fest verschlossen. Aha, okay. Du meinst nicht, dass wir die Tür aufkriegen können? Die Tür war fest verschlossen. Tja. Aber irgendwie können wir doch bestimmt die Tür öffnen, oder? Die Tür war fest verschlossen. Ich versuchte, die Tür aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Okay. Ja, Wintertür. Wie kommen wir denn hier jetzt hindurch? Die Tür war fest verschlossen. Habt ihr einen Plan, wie wir durch diese Tür durchkommen? Ich glaube, wir haben so gerade gar nichts im Inventar, womit wir die Tür aufkriegen könnten. Lily hatte das Prinzip von Schloss und Schlüssel schon verstanden, auch wenn es manchmal nicht danach aussah. Wie kriegen wir jetzt wohl die Tür auf? Die Tür war fest verschlossen. Tja, da gehen mir langsam die Optionen aus. Lily hatte das Prinzip von Schloss und Schlüssel schon verstanden, auch wenn es manchmal nicht danach aussah. Was können wir denn noch so probieren? Lily hatte das Prinzip von Schloss und Schlüssel schon verstanden, auch wenn es manchmal nicht danach aussah. Was können wir denn so in die Tür reinstecken? Vielleicht können wir hier in den Türschlitz rein mit der Karte irgendwie. Lily hatte das Prinzip von Schloss und Schlüssel schon verstanden, auch wenn es manchmal nicht danach aussah. Wie kommen wir da jetzt rein? Die Tür war fest verschlossen. Da weiß ich auch nicht. Wie kommen wir hier denn jetzt weiter? Ich muss dem Support wohl wieder eine Mail schreiben. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Die Tür war fest verschlossen. Tja, da kommen wir wohl erstmal nicht durch. Verbote. Feuer machen, wachsen, widersprechen, Alkohol trinken, lügen, gefährliche Orte betreten. Ja, hilft uns jetzt anders nicht weiter. Die Tür war fest verschlossen. Tja. Glumanda, hast du einen Plan, wie wir hier jetzt durchkommen? Was können wir da noch für nutzen? Für die Tür? Wie kommen wir denn durch diese Tür durch? Tja. Wir gehen langsam die Ideen aus. Hast du da eine Idee? Nee, leider nicht. Dummand hat auch keinen Plan. Was können wir da jetzt machen? Ja, es ist jetzt, ja, unwahrscheinlich. Ich halte jetzt den Schlüssel zu benutzen. Das hat jetzt wirklich für sehr gewagt. Ja, wir versuchen uns mal. Es ist eine gewagte Sache, aber vielleicht überall mal mit der Maus einfahren und anschauen, was geht. Okay, wenn du meinst, dann, ja, vielleicht können wir hier über den Zaun irgendwie drüber klettern, vielleicht können wir hier irgendwie, wir haben nur die Hintertür und hier können wir lang. Tja. Ja, ist gut, okay. Ich wollte ein paar Zuschauer triggern. Jetzt können wir mal. Das Maximum ihrer Kombinationsgabe ausschöpfend versuchte Lily die Hintertür mit dem Schlüssel zu öffnen. Was? Und gerade als sie sich dem Hindernis näherte, vernahm sie ein vertrautes Keckern. Hamster. Na, so ein Hallodri. Der diebische Hamster hatte Lily erneut ein Schnippchen geschlagen. Trotzdem war Lily weit davon entfernt, blutrünstige Rachepläne zu hegen. Oh, hallo Uhu. Kannst du mir vielleicht wieder helfen? Ah, sehr gut. Lily freute sich. Es passierte viel zu selten, dass sich Freunde von ihr auch untereinander gut verstanden. Was natürlich auch daran lag, dass sie kaum Freunde hatte. Viel wichtiger war jedoch, dass der Anstaltsschlüssel nicht länger außer Reichweite war. Er war in einen der dunklen Büsche gefallen. Tja, da müssen wir wohl
Der Schlüssel war in den Busch gefallen. Zwischen den Zweigen war es sehr dunkel. Aber Lilly hatte keine Angst. Es war immerhin nur ein Busch. Was? Ja. Warum war das Kind auch immer so unvorsichtig? Kapitel 3, die Anstalt. Amisha freigeschaltet Edmas Versteck. Sehr schön. Wir haben den Schlüssel wieder. Sehr gut. Schlüsselbund. Hier haben wir einen Punkt. Und hier sind wir scheinbar durch ein Loch. Die Kanalisation gefallen. Tja. Geht's weiter? Hier haben wir ein Boot. Ein Schlauchboot hatte sich im Gitter der Kanalisation verfangen. Die Leute spülten doch die seltsamsten Sachen herunter. Tja. Aber wirklich. So eine Seefahrt, die ist lustig. Wir könnten auch zu Fuß laufen, aber was soll's. Palmwald. Die Kläranlage entlang. Ah, okay. Einmal anlegen, einmal aussteigen. Kommen wir hier zurück? Na, sehr schön. Das Spiel hat immer wieder Überraschung gehabt. Das Spiel ist schön. Genau mein Humor. Wir hätten bestimmt nicht lang gedurft. Jumpscare. Ein kleines Mädchen. Bleib schön stehen, hörst du? Hey, stehen bleiben! Jetzt wird weiter gepaddelt. Phantom. Der Opa. Ich werde dir entkommen. Phantom. Hey, halt mich nicht auf. Gib auf, du kannst mir nicht entkommen. Ich werde davon paddeln. Schnell weg hier, blitzschnell. Ja, blitzschnell fliehen. Ganz genau. Und nun? Vielleicht wieder zurück. Bleib schön stehen, hörst du? Niemals. Hey, komm zurück! Ich fliehe vor dir. Okay, anlegen können wir nicht. Hey, komm zurück! Fliehe in diese Richtung. Du, irgendwann wirst du anlegen müssen und dann erwische ich dich. Niemals. Ich kann Wochen, Monate, Jahre lang auf diesem Boot verbringen. Tja. Du kriegst mich nie, Phantom. Das sage ich immer versprochen. Hey, komm zurück! Wir müssen Turboantrieb bekommen. Stopp, habe ich gesagt. Jetzt. Ja, komm, jetzt. Jetzt anlegen. Solange das Phantom hier auflauerte, wollte Lilly lieber nicht anlegen. Tja. Haben wir hier irgendwas? Tja. Bleib schön stehen, hörst du? Niemals. Ja, gut, hier Ventil irgendwie losmachen, irgendwas.
Können wir mit irgendwas agieren? Dem Phantom entkommen. Hey, komm zurück! Ich werde dir schon entkommen. Du hältst mich nicht auf. Gib auf, du kannst mir nicht entkommen. Schon gar nicht gegen die Strömung. Schon gar nicht gegen die Strömung. Ich kann mal mit der Strömung entkommen. Folgt der uns jetzt weiter oder bleibt der hier stehen? Könnte man vielleicht mit der Strömung schwingen? Ja. Sehr gut. Mit hey, der Strömung. Komm zurück. Und anlegen. Sehr gut. Tür schließen. Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Und damit seid begrüßt zu einem neuen Part. Edna bricht aus. X. Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy Smarty abgelenkt war, erreichte Lilly die rettende Kante. Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Gestärkt von dem Energy Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Ein schwebendes Energy Smarty. Oh. Das kommt mir hier verdächtig bekannt vor. Lochkartenschnitz sind, wenn wir drin in der Anstalt. Lochkarte. Wir haben eine Lochkarte. Wir haben den Schlüssel, wir haben die Cocktailkarte und Ednas Versteckkarte verloren. Lochkartenschnitz. Mir auch, schreibt Commander. Was? Achso, dir kommt die Umgebung bekannt vor. Wir haben hier drei Lochkartenstütze. Ach du Schande. Das klingt nach einem Rätsel. Das war wohl die falsche Karte. Achso, die falsche Karte, nicht der falsche Schnitz. Das war wohl die falsche Karte. Achso, die falsche Karte, nicht der falsche Schnitz. Aha. Zum Kaminschacht. Oh. Herr Mantel. Na, guten Tag, Herr Mantel. Hey, das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Herr Mantel, alter Freund. Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße, jawohl. Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder raus. Entschuldigung. Meine Kleidung ist schwarz und speckig. Meine Socken sind nicht geblümelt. Es tut mir leid. Und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram. Ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Ja, gut, hast du Edna gesehen? Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Ja. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnweben, den Stau und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Ich will es gar nicht wissen. Der hat sich aber verändert, der Herr Mantel, seit wir ihm das letzte Mal begegnet sind. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht.
Na und? Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrenmantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Dark Mantel. Richards. Du brauchst nicht. Das klingt nach einem Arzttitel. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Oh, ich fürchte, die hat er gefunden. Na dann, war schön, mit dir wieder zu reden. Wartungsraum zum Dach. Ich gehe mal erstmal wieder runter, ich würde hier einen Heizungskeller.